Hallo Leute, hier ist wieder der Dietmar, auf meinem Balkon bin ich. Wie ihr sehen könnt, meine Tomaten fangen jetzt an zu blühen. Die sind zwar nicht groß, aber sie blühen schon. Das war letztes Jahr übrigens auch so, die wachsen auch noch. Der Paprika ist auch schon gewachsen. Ich mache jetzt mal ein Balkon-Overview. Schöne Grüße an Patrick, der macht das übrigens auch ab und zu. Da plätschern gerade die Türme vor sich hin, das ist ja Gießzeit. Da sind meine Venusfliegenfallen. Die bekommen langsam Blüten. Da hinten habe ich Drosera capensis alba. Da ein paar Venusfliegenfallen, denen geht es nicht so gut. Die habe ich erst letztes Jahr im August gekauft. Da habe ich ein paar Sarazenien und Drosera capensis red. Da sind ein paar kleine Venusfliegenfallen für die Nachbarin. Da sind meine Pinguiculas. Oder ein paar davon, noch eine Sarazenia. Hier ist der zweite Turm. Da kommen auch langsam Blüten. Das sieht man hier übrigens auch. Paprika wächst hier genauso gut. Und da oben kommt der erste Lollarossa-Salat. Den habe ich allerdings etwas verplant. Der schaut nicht so gut aus. Vielleicht hätte ich die Samen in die Steinwolle stecken sollen. Wenn er nicht besser wird, mache ich es nochmal frisch. Hier hinten ist Basilikum. Der schaut sehr gut aus. Da ist noch ein Paprika. Da habe ich meine Gurken. Die sind noch nicht gekeimt. Wird hoffentlich noch. Da habe ich noch ein paar andere Pinguicula. Und hier drunter, das sind meine Reservepflanzen. Das sind ein paar Droseren und Venusfliegenfallen. Die sind allerdings sehr winzig. Kann es euch mal zeigen. So klein sind die. Da sind noch mehr. Zum Schluss. Da ist mein mein Dionea muscipula Beet, das sind lauter kleine Pflänzchen. So klein, aber sehr viele. So, das war's jetzt mit dem Überblick. Ich melde mich in ein paar Tagen wieder.